Herzlich willkommen bei The Undateable Podcast, Staffel 1, Folge 3 mit Du bist krank. Ja, Leute, ich hatte ein Date. ja, der Titel sagt natürlich schon ordentlich was aus. Bei diesem Date muss ich vorab sagen, es war eigentlich kein richtiges Date, sondern wir hatten eigentlich nur geschrieben damals. Und naja, es kam dann nicht zum Date. Das schon mal vorweggenommen. Wir hatten uns kennengelernt und miteinander geschrieben und es war eigentlich soweit alles ganz cool. Wir haben uns sehr gut verstanden, haben irgendwann mal so Nummern ausgetauscht und ja, dann ging das Privatgeschreibe dann auch mal so richtig los. Ja, ich glaube, dazu ist nochmal zu sagen, vielleicht achtet drauf, wem ihr eure Nummer gibt. Kann auch mal nach hinten losgehen. Ja, also es war so, dass ich mit ihr privat geschrieben habe und es gleich schon von Anfang an in so eine gewisse Richtung sich, entwickelt hat, würde ich sagen. Also vorab hatten wir ganz normal geschrieben und so der Klassiker, so diese Basics mal so abgefragt und als es dann nach den Nummern austauschen, so privat wurde, so, also ne, dass wir halt übers Handy geschrieben haben, ja, dann legte sie auch schon voll los. Fing dann gleich an, sehr persönlich zu werden. Fragte mich gleich so, hey, was würdest du denn gerne machen? Und ich meinte so, ja, bin eher so der ruhigere Typ. So, und es war auch irgendwie so ein komischer Tag, muss ich sagen, für mich, wo ich eher so ein bisschen chillen wollte. Und meinte, boah, heute ist mir echt so, ja, nach unter der Decke liegen und Serie gucken und gar nichts machen. Sie meinte, boah, ja, mag ich auch. Und dann kam so der Satz, so einer bist du also. Und ich denke so, hä? Ich habe heute einfach nur keinen Bock, irgendwie irgendwas zu machen. Und war jetzt ja auch nicht auf sie bezogen so an sich, sondern allgemein halt, dass ich heute eher so einen Tag hätte, wo ich mal so ein bisschen was Ruhigeres machen wollen würde. Ja, und dann ging das gleich schon los bei ihr und ist eigentlich so, muss ich ja gestehen, ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Frau halt gleich so auf 100% macht, so auf Attacke. Sie fragte halt gleich, ja, was würdest du denn unter der Decke machen? Und ich persönlich dachte nur so, ja, also jetzt mal ohne so schweinisch zu denken oder so, dachte ich mir so, boah, nee, keine Ahnung, unter der Decke liegen halten, also was macht man unter der Decke? Ich habe da gar nicht dran gedacht, so, ich war da auch gar nicht drauf gefasst, so, weil wenn du gerade mal die ersten drei Textnachrichten halt so austauscht, denkst du jetzt nicht daran, dass die Frau voll, ne, so durchdreht. prinzipiell ja eigentlich ganz cool, so gerade wir Männer sind da ja, glaube ich, auch so ein bisschen, dass uns das ja schon gefällt. Aber ich war halt überhaupt nicht drauf gefasst und dafür kannte ich sie halt auch zu wenig. Auf jeden Fall hat sich das schon in diese Richtung so bewegt, dass wir halt eher so in diese Richtung dann auch geschrieben hatten. Und sie meinte ja, hat gleich so gefragt, so, ja, was sind so deine No-Gos, so Tabus etc. Und ja, ich habe das halt nicht so sexuell wahrgenommen, sondern eher so dieses Generelle, ne, was sind deine No-Gos? Und habe halt so ein bisschen von mir erzählt und ich frage sie, ja, was sind deine No-Gos? Und sie direkt so, ja, also so anal und rimming und bla, und ich so, okay.
Ja, dann weiß ich das jetzt auch schon mal. Und ja, das war natürlich für mich jetzt gleich so, interessant. Ja, weiß auch nicht. Also das ging voll in die andere Richtung los. Und dann fing es an, dass sie mich weiter halt ausgefragt hat. So, ja, hey, was willst du denn jetzt gerne mit mir machen? Und ich dachte so, ja, krass. Also, ja, was soll ich sagen? Also, bin da so ein offenes Buch, was das eigentlich angeht. Ne? Also, ich bin jetzt kein Mensch, der sich da so komplett zurückhält oder irgendwas. Und dann, ich kann da ganz offen drüber reden. Und das ist auch voll interessant, finde ich jetzt persönlich mal zu sagen, so, hey, also gerade wenn man auch jemanden kennenlernte, so, ja, über solche Sachen zu sprechen, ist eigentlich schon ganz cool, weil dann weißt du überhaupt auch, was dich so erwartet und passt das überhaupt schon in diese Richtung, weil nachher, ja, keine Ahnung, hast du da 2 Monate dich mit jemandem getroffen und merkst du nach 2 Jahren, so dass ihr überhaupt beim Sex gar nicht matcht und so, ist dann halt auch ein bisschen doof. Ja, auf jeden Fall habe ich ihr das auch irgendwann mal zu verstehen gegeben und meint so, hey du, guck mal, ich finde das cool, dass du so ein Interesse zeigst und ich mag das auch, dass du total so da fragst und alles. Aber ich persönlich würde gerne vorher mal so ein Telefonat führen, um überhaupt auch mal zu merken, so, naja, sagt mir das Ganze zu mit dir. Also ich finde so, wenn man mit jemandem schreibt, ist das immer eine Sache. Aber mit jemandem zu sprechen, da merkt man noch eine komplett andere Chemie. Und warum soll ich jetzt jemandem, ja, irgendwie mein ganzes Leben per Text schreiben, wenn ich doch gar nicht weiß, dass ich diese Person überhaupt erst, ne, so mag oder so. Ist ja schon irgendwo auch persönlich. Ich meine, klar, beim Telefonieren kannst du die Person auch nicht wirklich sehen und dann auch nicht schauen, ob ja die Mimik und Gestik da auch wirklich passt. Aber ich finde, es ist schon mal ein anderer Schritt zu merken, ob man da miteinander überhaupt so kommunizieren kann. So einmal so dieses, kann man sich unterhalten? Wird man unterbrochen beim Quatschen? Hört die Person überhaupt zu? Möchte sie vielleicht nur selber reden? Also immer komisch, ne, wenn jetzt jemand in so einem Podcast von sowas erzählt und dann selber nur redet. Aber es gibt ja so einige Aspekte, finde ich, die dann super wichtig sind, nochmal abzuklären. Und das habe ich ihr auch gesagt. Ich meinte, hey, guck mal, ich finde es ganz cool, dass du fragst. Und generell habe ich auch gar nichts gegen. Aber ich würde schon gerne einmal mit dir telefonieren, um überhaupt zu schauen, ob das so richtig matcht. Ja, damit war sie nicht so ganz zufrieden, hat man gemerkt. So, sie hat auch nicht sofort aufgegeben. Musste ihr dann auch nochmal deutlicher machen, dass ich das nicht gerade cool finde. Und dachte eigentlich, dass ich das schon sehr diplomatisch gemacht habe. Aber anscheinend musste ich da nochmal nachlegen. Ja, gesagt, getan. Hat sie dann auch irgendwann so hingenommen. Hat sich da auch nochmal tatsächlich entschuldigt, dass sie da so ein bisschen forsch war. Wobei ich sage so, hey, musste ich gar nicht entschuldigen. Also generell, ich mag das Forsche ja total gerne, aber halt nach so einem Telefonat. Wir haben dann auch so drüber weitergeschrieben, wie das im Aussehen mit so einem Telefonat. Und ja, meinte sie ja, müssen wir halt mal schauen. Gerade ist es ein bisschen schwierig, Arbeit etc. Und ja, sie meinte auch, dass demnächst eine Freundin zu ihr kommt, die auch ein bisschen länger bleibt, also über Nacht, also über ein paar Nächte. Und meinte ja, wollen was trinken da bei ihr etc. Und ich hatte dann einfach gesagt, so, ey, wir können ja was zusammen machen, also total aus der Luft gegriffen. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so die coole Variante. Aber es war ja auch nichts Böses von mir gemeint oder irgendwas. Und sie meinte auch so, ey, das ist voll die coole Idee. Ja, und dann kurze Zeit später meinte sie, nee, weiß nicht, finde ich doch nicht so cool so, ich will dich halt lieber alleine kennenlernen. Das kann ich auch total verstehen. Und da habe ich auch mein Verständnis gezeigt. Ja. Jetzt war es aber so, dass so gut wie jeden Tag
hat sie dann halt auch immer, gerade am Abend, so geschrieben, so, hey, ich wünschte, du wärst jetzt hier bei mir. Da habe ich natürlich erstmal mir gedacht, so, ja, wen wünschst du dir denn eigentlich bei dir? Weil mich kannst du ja noch gar nicht kennen. Also weder haben wir so richtig privat was miteinander so besprochen, noch haben wir mal telefoniert, noch haben wir uns halt gesehen. Und da ich mir jetzt aber da weniger Gedanken auch drum mache und ich generell auch so ein Treffen ziemlich cool fand, immer so dieses so, mal jemand vorher mal sehen und gleich abchecken und ne, man kann das Ganze auch freundschaftlich machen und man muss ja nicht immer gleich mit jemandem zusammenkommen, sondern kann ja auch eine reine Freundschaft haben, ohne was, dass da was läuft. Oder halt generell auch um zu sagen, hey, cool, die Person mag ich und da möchte ich weitermachen. Ja, wie gesagt, ich war da offen für und meinte so, hey, klar, können wir, also ich würde auch gerne da sein, so, also würde ich kennenlernen. Und naja, jeden Tag hieß es dann, boah, ich wünschte, du wärst hier. Und ja, ich aus Nettigkeit sagte dann so, ja, wenn du willst, ich kann vorbeikommen, kein Problem. Und dann hieß es gleich so, ah, nee, ich habe doch gesagt, meine Freundin ist hier. Ich so, ja, weiß ich, aber wenn du halt sagst, du möchtest mich gerne bei dir haben und mich sehen, dann können wir das machen, das ist kein Problem. Ja, es war halt immer so gleich so eine Diskussion. Es ging halt mehrere Tage so, dass ich dann gesagt habe, also sie hat gesagt, ja, komm, oh, ich würde dich jetzt gerne hier haben. Ich so, ich komme vorbei. Sie so, nee, geht nicht. Dann aber wieder, komm vorbei. Ich so, kann ich machen. Sie so, ja, hab doch gesagt. Und das ging mir dann irgendwann mal so ziemlich auf den Geist und habe mich dann auch eher zurückgenommen und gesagt so, ab, nee, das ist mir einfach, dieses Hin und Her ist halt so richtig doof. Ja, telefonieren konnte sie auch nie. Klar, wenn sie ihre Freundin da hat, dann kann ich es auch irgendwo verstehen. Manche sagen jetzt vielleicht, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Klar, aber irgendwo kann ich es dann auch verstehen, wenn man dann erst telefonieren kann, wenn die Person weg ist. Gerade wenn man jetzt jemanden da hat, den man jetzt nicht so jeden Tag sieht oder ja, muss einfach nicht. Ne? Also ich meine, dafür braucht es auch nicht immer gleich eine Erklärung. Ja, aber irgendwann mal war es halt so, dass ihre Freundin dann auch weg war. Und dann meinte sie ja, hey, also ich habe dann direkt gefragt, so, hey, wie sieht's aus? Wollen wir dann mal telefonieren? Also wann würde dir das passen, so heute, morgen, irgendwann? Und ja, sie hat sich halt sehr oft davor gedrückt, dass ich dann irgendwann mal dann auch sagen, also es war dann so, ja, ich muss arbeiten, ja, ich muss das machen, ja, jetzt ist gerade meine Freundin weg, jetzt habe ich aber das noch vor, ich muss noch nach der Arbeit noch irgendwas machen, also irgendwas war halt immer. Und nun ja, ich habe dann einfach gesagt, so, ja, du, weißt du, ganz ehrlich, wenn du das nicht möchtest, dann lassen wir das halt so, ne? Weil mir das schon sehr komisch vorkam und mir auch ein bisschen so gedauert hat. Und ist eigentlich auch nur ein Telefonat, meinetwegen auch nur 10 Minuten, einfach nur mal, um so kurz so, ja, zu schauen, was so abgeht. Ja, nachdem ich dann also abgeblockt hatte und gesagt habe, so, hey, du, ich glaube, ich mag nicht mehr, ging es dann los, dass sie dann sagt, ja, nee, komm, doch, ja, ich habe jetzt Zeit, wollen wir jetzt telefonieren? Ich denke so, hä? Erstmal geht es die ganze Zeit nicht und jetzt, wo ich doch kein Interesse mehr habe, auf einmal können wir loslegen. Ja, haben wir telefoniert, ne? Da bin ich eigentlich so. Also haben wir telefoniert und sie hat gleich schon, also ist in diese Offensive gegangen und gleich so, ja, also ich fand das ja richtig doof, dass du gesagt hast, so, ich komme vorbei, du hast mich richtig unter Druck gesetzt. Und ich dachte nur so, boah, crazy. Also du hast doch eigentlich gefragt. Beziehungsweise gesagt, so, hey, ich wünschte, dass du hier wärst. Und ich habe dann nur gefragt, so, ja, soll ich vorbeikommen? Also, und sie meinte, das war so richtig unter Druck setzen. Und ich denke so, boah, ja, aber dann, ja, dann frag doch nicht. Also, ist ja, ne? Ist ja nicht mein Problem dann. Also, ja, schon, ne? Also, sie sagt, sie fand es doof, dass ich immer gefragt habe, ob ich vorbeikommen soll. Aber dann mach doch nicht so ein Anzeichen. So, also, dann sag doch sowas nicht. Oder sag direkt klipp und klar, hey, irgendwie, ich habe so Bock, dich endlich kennenzulernen. Ich warte auf den Tag, wann das mal klappt oder so. Keine Ahnung, also anders beschreiben. Ja, sie
war auch wirklich sehr, sehr, sehr aggressiv in der Art. Und das Gespräch gefiel mir halt dann nicht so wirklich und war jetzt auch nicht so das, was ich erwartet habe. Dennoch haben wir ausgemacht, dass wir mal irgendwann uns treffen wollen. Und ich dachte, vielleicht hat sie jetzt auch einfach so Luft gelassen und dann wird das halt auch anders sein. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir wollen uns eine Woche später halt treffen, weil sie halt dann noch so viel zu tun hat. Und ich dachte so, ja, ist okay, dann ist auch eine gute Gelegenheit, um halt mal weiter zu schreiben und vielleicht auch, ja, nochmal so ein bisschen mehr Informationen voneinander rauszubekommen. Und ich dachte, vielleicht kann man dann auch nochmal telefonieren, weil das Telefonat da ja ziemlich in die Hose gegangen ist. Ja, wir haben nicht mehr telefoniert, weil jedes Mal hatte sie wieder irgendwas. Und mit dem Treffen wurde es auch jedes Mal wieder verschoben, weil irgendwas war. Und Leute, es war irgendwann mal wirklich super anstrengend. Ja, es hat mir einfach nicht gepasst. Ich fand's, boah, weiß ich nicht. Das war einfach nicht meins. Und ich habe ihr dann auch gesagt, was ich halt davon halte, dass man, naja, jedes Mal so absagt und keine Zeit, also, ne, so dieses, ja, sich verabreden, aber dann, ja, nee, passt mir doch nicht, weil jetzt ist dies dran, jetzt ist das. Dann hieß es auch, ja, ich will mich nicht bei mir treffen, sondern lass mal raus irgendwo. Ich meine, so, ja, können wir doch machen, ne? Ist kein Problem. Dann war sie wieder krank. Dann, also es war wirklich immer wieder irgendwas, was dazwischen kam. Ja, und sie hat sich auch nicht so wirklich viel gemeldet. Da kam nicht wirklich was zurück und das hat sie dann auch immer wieder auf irgendwas anderes geschoben. Ja, das war sehr komisch, würde ich sagen. Ja, hat sich dann, wie gesagt, also nachdem sie sich nicht gemeldet hat, habe ich dann auch immer gesagt, so, ja, es macht mir halt keinen Spaß, sie zeigt halt gar kein Interesse. Und es hat sich so angefühlt, als ob sie nur mit mir so schreiben möchte, so diese Ablenkung haben möchte, weil sie halt immer abends dann mit mir geschrieben hat, immer so horny-mäßig geschrieben hat, so und nichts anderes. Und das habe ich ihr gesagt. Ich meinte so, hey, deine Art finde ich halt überhaupt nicht cool. So, dass du mich dann auch immer so in der Luft hängen lässt, so weder schreibst du mir zurück oder meldest dich mal, ne, oder du verschiebst halt immer irgendwelche Treffen, etc. Und, ich habe ihr gesagt, so, hey, ich mag deine Art. Sie sagt so, ja, ich mag deine Art nicht. Und meint, ja, perfekt, ne? Das ist ein super Ding, das passt super zusammen. Er sagt, ja, es macht dann keinen Sinn. So, und ich meinte ja auch so, hey, dann ist meine Geduld auch irgendwann mal am Ende so. Und ich habe jetzt auch wirklich kein Interesse mehr, weil das halt wirklich ja so ein komisches Hin und Her war und sie jedes Mal so alles so abgeblockt hat, als ob ich dann jedes Mal schuld war. Und also er meinte, du, hör mal zu, ich habe wirklich kein Interesse mehr daran, dich kennenzulernen, so schrieb sie halt einfach, du bist krank. Und ich dachte so, hä? Was ist denn daran jetzt krank? Also ich versuche die ganze Zeit, dir irgendwelche Terminvorschläge zu geben, dass wir uns treffen können, dass wir telefonieren können. Ich schreibe dir jeden Tag. Du halt gar nicht. Kannst dich nicht mit mir treffen. Und sagst mir dann, dass ich krank bin? Perfekt. Absolut gut. Ja. Dann. Das Ende davon ist, ich habe sie dann einfach blockiert, nachdem ich ihr dann gesagt habe, dass das ja cool ist, dass wir uns ja nicht mögen. Also das ist ja perfekt dann, ne? Also einfach abgeblockt das Gespräch und ja, dann einfach blockiert. Das hat sie mir dann auch gleich getan, sie hat mich dann auch blockiert und damit endete dann auch ja dieses Drama. Ja, Leute, ich hoffe, dass ja, ihr dem Ganzen folgen konntet. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder vielleicht in die Kommentare schreibt,
ob das jetzt wirklich von meiner Seite aus krank war, also ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr überhaupt so ein ganzes Durcheinander, also dieses Hin und Her mitgemacht hättet, oder vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen so, hey, nee, ist doch gar nicht so schlimm, sich auch zu dritt, zu viert zu treffen, so, oder findet ihr auch, dass so ein, ja, so ein alleiniges Treffen cooler ist, so, ne, so, also, ja, wie heißt das jetzt, Solo-Treffen, also, ich glaube, es ist schon ganz cool, wenn nicht unbedingt viele Leute mit dabei sind oder überhaupt Leute mit dabei sind. Aber was ist eure Meinung dazu? Ne? So, würdet ihr lieber euch alleine treffen wollen mit der Person? Findet ihr das zum Beispiel in Ordnung, sich beim ersten Treffen bei jemandem zu Hause zu treffen? Oder seid ihr auch so, dass ihr sagt, hey, man kann lieber rausgehen? Es gibt ja mehrere Aspekte dafür, ne? Nicht nur dieser Sicherheitsaspekt, da kann mir was passieren, kann ja dann auch nach dem dritten, vierten Tag, kann die Person ja ätzend sein. Aber ich persönlich zum Beispiel bin so, hey, da kann man dann immer noch in den ersten 14, 15 Minuten entscheiden, möchte man das hier wirklich weiterführen oder trennen sich ab hier schon unsere Wege? Und ich finde, das ist immer draußen so ein bisschen angenehmer, als wenn man bei jemandem zu Hause ist. So. Also natürlich auch da geht das. Aber ja, sagt mal eure Meinung. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann würden wir uns wirklich darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Ihr müsst ja nicht unbedingt die Glocke anmachen, aber... Also ist wahrscheinlich auch mal ganz cool, wenn man nochmal so 3-4 Folgen ineinander hören kann, weil man die verpasst hat, so. Aber die Abos würden uns echt tatsächlich mega gut tun. Und wir haben ja auch versprochen, dass wir, wenn wir 100 Abos haben, dass wir dann auch was, ja, so eine Special-Folge raushauen. Macht euch jetzt nicht 2-3 Accounts und abonniert das, sondern wir möchten natürlich, dass das wirklich reelle Abonnements sind und Leute, die uns auch wirklich hören möchten. Das heißt, sagt doch euren Freunden Bescheid, so einen WhatsApp-Status auf Insta vielleicht mal teilen, sodass wir uns da ein bisschen verbreiten können durch eure Hilfe und dass wir da ein bisschen Reichweite haben. Und vielleicht, ja, macht es den Leuten dann ja auch Spaß, ne? Ja, einen Daumen nach oben würden wir uns auch sehr freuen. Kommentare habe ich angesprochen, will euch damit nicht nerven noch weiter. Und ja, das war wieder mal so eine Solo-Folge, denn Jenny hat jetzt ihren Stuff bekommen und das muss ich erstmal einrichten und wir wollten jetzt nicht irgendwie, ja, dass die Zeit knapp wird und ihr dann jetzt ohne Folge sitzt, deswegen gab es jetzt nochmal eine Solo-Folge. Eventuell, kann ich nicht versprechen, aber kriegt ihr auch irgendwann mal so zwischendurch mal so Folgen so präsentiert, aber dafür müssen wir das Setup erstmal ein bisschen korrigieren. Ich entschuldige mich auch für meinen Ton. Der ist natürlich jetzt besser als der von Jenny das letzte Mal. Aber ich habe jetzt auch nicht das Mega-Equipment. Das wird aber nachgeholt, das ist auch wirklich versprochen. Aber ihr wisst ja, klein fängt man an. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Vielleicht dann ja schon in der Duo-Folge. Bis dann, ciao.